Moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Planespotting-Video. Naja, okay, Planespotting ist vielleicht ein bisschen geschummelt heute, weil auf ein Flugzeug treffen wir heute nicht. Aber wir treffen auf ein Fluggerät, das durchaus interessant anzusehen ist. Weil im Jahr 2023 hatte ich die Chance, einen Zeppelin in Aktion aufzunehmen. Und die Aufnahmen, die dabei entstanden sind, die schauen wir uns heute mal genauer an. Hier in der Aufnahme sehen wir auch schon direkt den Zeppelin im Anflug auf ein Feld in Bad Homburg. Das ist irgendwo in der Nähe von Frankfurt. Aber ja, was macht denn da jetzt so ein Zeppelin? Der Grund ist ganz einfach. Zu dem Zeitpunkt, als ich diese Aufnahmen gemacht habe, wurden Rundflüge mit diesem Zeppelin über Frankfurt angeboten. Und im Zuge dessen wurde das Feld, neben dem ich stand, als Landeplatz genutzt. Hier sieht man jetzt auch ganz schön, dass das Feld auch nur sehr provisorisch abgesperrt ist. Also das Ganze beruht eher auf Vertrauen, würde ich sagen. Und während der Zeppelin da so langsam näher kommt, wird einem so ein bisschen das Ausmaß bewusst, weil dieses Fluggerät, das wirkt nicht gerade klein und ich würde auch mal behaupten, so klein ist das Ding auch gar nicht. Kaum ist der Zeppelin gelandet, steigen auch schon die Passagiere von dem letzten Rundflug aus und neue Passagiere steigen ein. Das ist ein relativ schneller Prozess, wie ich festgestellt habe, und dann dauert es auch nicht lange, bis der Zeppelin wieder startet. Nun befindet sich der Zeppelin über der Frankfurter Skyline. Ist bestimmt eine super Aussicht von da oben. So ein 45-Minuten-Flug, so wie ich das gesehen habe, kostet ganz gerne mal 470 Euro. Das ist echt eine Menge Geld für so einen kurzen Spaß. Für mich persönlich wäre das für so einen Rundflug definitiv zu viel. Aber irgendwie muss ich das ja auch finanzieren. Und vor Ort waren so viele Leute, die da mitgeflogen sind. Also das scheint sich durchaus zu lohnen, diese Rundflüge anzubieten. Hier macht sich der Zeppelin jetzt langsam aber sicher wieder auf den Rückweg nach Bad Homburg und kommt kurz darauf zur Landung rein.
Auch hier dauert es nicht lange, bis das Fluggerät wieder abhebt. Befinden wir uns in den Abendstunden. Der Zeppelin kommt ein letztes Mal zur Landung rein. Es war die finale Landung des Tages. Erst am nächsten Tag sollten dann weitere Rundflüge stattfinden. Rechts im Bild sehen wir jetzt ein größeres Fahrzeug auf den Zeppelin zufahren. Mittels eines Seils wird der Zeppelin nun an diesem Fahrzeug befestigt, damit dieser nicht irgendwie über Nacht abhaut. Jetzt ganz gut im Bild zu sehen, wird der Zeppelin nochmal anscheinend mit Gewichten aufgefüllt, damit dieser eben besser am Boden bleibt. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass hier vorne der Propeller ausgeht, während allerdings am hinteren Teil des Zeppelins die Propeller vorerst weiterlaufen. Und nun ist Stille. Es war sehr interessant, ein Zeppelin mal aus nächster Nähe so zu erleben. Ist mal was anderes, durchaus beeindruckend. Vielleicht bin ich ja beim nächsten Mal auch wieder dabei. Für heute haben wir aber das Ende von diesem Video erreicht. Dementsprechend lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.